Am Franz Gruber spielen Sie auch mit bei unserem Post- und Telekom-Austria-Gewinnspiel. Nämlich Andrzej Lesjak. Der Legionär aus Polen hat ein ebenso erfolgreiches wie ruhiges Fußballerleben geführt, solange er in Oberösterreich spielte. Aber mit seinem Wechsel zu Rapid wurde alles anders, mit der Ruhe war es vorbei. Das begann schon mit dem Hin und Her rund um seine Transferverhandlungen und das hat sich dann im sportlichen Bereich fortgesetzt. In den letzten Wochen durchlebte er alle Höhen und Tiefen eines Fußballerlebens. Erzielte Treffer für Rapid. 3 in der Meisterschaft, eines in der Champions League gegen Juventus. Der psychische Knacks, sein Fehler beim Verlusttreffer gegen Fenerbahce. Aber das darf man ihm nicht zu lange ankreiden, denn er ist sehr sensibel und man hat gesehen, er kann auch in der Meisterschaft sehr gute Leistungen für uns bringen. Sein Rückhalt, seine Familie. Gattin Malgorzata und die beiden Söhne, Christoph 2 und Marek 5 Jahre alt. Für mich ist das das Wichtigste, meine Familie, meine Kinder. Also, wenn komme ich nach Hause, ich möchte vom Fußball ausschalten. Nicht so, dass ich denke über Fußball. Bescheidenheit, die auffallendste Eigenschaft des ehemaligen Stars von Ried. Ich habe oft gesagt, dass ich möchte kein Star sein. Trotzdem, Lesjak weiß um seine Qualitäten und was er imstande ist, zu leisten. Ich weiß, dass ich bin gut genug und ich glaube, dass ich bin auch für Stärkungstherapie. Ich bin hier gekommen nur wegen so auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne. Ich bin da gekommen, Fußball zu spielen. Gesundheit. Danke. Ja, hoffentlich hat er ihn nicht angesteckt, unser Reporter Andi Felber, denn in 5 Tagen steigt ja quasi das Spiel der letzten Chance für Rapid in der Champions League auswärts gegen Fenerbahce in Istanbul. Man konnte das heutige Spiel gegen den SV Kelirit nicht wirklich als Gradmesser nehmen. Es war nicht die Generalprobe schlechthin. Am kommenden Mittwoch ist man auswärts Außenseiter, heute im eigenen Stadion klarer Favorit. Rapid hat die meisten Tore der Liga erzielt, Ried die meisten Tore der Liga bekommen und überhaupt in den letzten Duellen zwischen den beiden Mannschaften sind immer sehr viele Tore gefallen. Nämlich in 5 Spielen nicht weniger als 22 Tore, die es zu sehen gab. Und zu sehen gab es heute auch vom Beginn an Marek Pengsa, der anderslautenden Gerüchten zum Trotz seine Schuhe weiterhin für Rapid und nicht für den GAK spielt. Rapid in stärkster Besetzung, das bedeutet Mandreko, Pivanik, Haller und Lederer sogar nur auf der Tribüne. Bei Ried fehlt Kramer nach 4 gelben Karten. Für Rapid gilt die Devise, möglichst schnell ein Tor erzielen, um das Spiel zu beruhigen. Ivanov, Herab, wieder Ivanov, Stöger und Tor, 1:0 für Rapid nach 37 Sekunden. Das 1:0, das erhoffte schnelle Tor und entsprechend die Begeisterung bei den Hütteldorfern. Nach 37 Sekunden steht es also schon 1:0. Trost für Torhüter Unger. Schuss aus unmöglichem Winkel eigentlich und Unger leistet kräftige Mithilfe. Er schlägt diesen scharfen Schuss oder diesen scharfen Pass ins eigene Tor. Damit also jene Ausgangsposition, die sich Rapid erhofft hatte für dieses Spiel gegen die starken Oberösterreicher. Pengsa, sehr viel Bewegung bei Rapid. Kübauer. Noch einmal Kübauer. Wagner und 2:0 für Rapid. Gerade sind 2 Minuten gespielt. Was muss ihm da durch den Kopf gehen? Nämlich Torhüter Ronald Unger.
Wagner ein bisschen angeschlagen bei diesem Treffer. Hier wird er getroffen, aber der Ball ist im Tor. 2:0 also für Rapid. Und die Rapid-Fans, die feiern bereits ein Fußballfest. Ideal vorgelegt von Kübauer für Wagner. Und der erzielt auf diese Weise seinen 7. Treffer. Und das ist ein Gruß an den früheren Rapid-Star Andreas Herzog. Seine Kopfschmerzen werden durch diesen sensationellen Start von Rapid gegen Ried doch einigermaßen wahrscheinlich gelindert. Stöger, die nächste Chance. Kelly Ried, erstaunlich offen, trotz eines massierten Mittelfeldes. Aber die Mannschaft wehrt sich nicht so, wie man das eigentlich von ihr gewöhnt ist. Einmal ein Schussversuch, er kommt von Angerschmidt. Aber bisher ein ganz ruhiger Nachmittag für Torhüter Michael Konsel. Er hat weit mehr zu tun. Ronald Unger. Achtung, eine Durchsage. Der SK Rapid bedankt sich bei 7.500. Sie haben es gehört, 7.500 Fans im Hanapi-Stadion bei diesem Spiel gegen Kelly Ried. Stöger, über ihn und Kübauer laufen fast alle Aktionen. Wieder Stöger. Penxer. Sehr viel Freiräume für die Hütteldorfer. Die Abwehr der Oberösterreicher von Schütterle nicht gerade ideal organisiert. Stöger. Wieder Stöger. Und dann noch einmal Penxer. Da bleibt doch Zeit für technische Einlagen. Und weil es so schön war, wollten wir uns das noch einmal anschauen. Mit der Ferse. Und dann Penxer aus der Dreh. Zusammenstoß zweier alter Kameraden, nämlich Lesjak und Stanisjavjevic. Stöger. Foul von Oerlemans. Dafür gibt es die gelbe Karte. Ganz so schlimm war es nicht. Nächste Möglichkeit für Rapid. Kübauer. Penxer. Lesjak. Und das ist das 3:0 für Rapid in der 27. Minute. Und da möchte Götter Unger am liebsten den Ball gar nicht mehr herausrücken. Für Lesjak sicherlich eine besondere Genugtuung gegen seinen früheren Verein hier. Einen Treffer zu erzielen. 3:0. Mit spielerischer Leichtigkeit gibt es da Tor um Tor. Vorarbeit Penxer und der Torschütze Lesjak. Er verlebt einen ruhigen Nachmittag, nämlich Ernst Dokupil. Foul an Penxer. Aber die Rieder stehen meist zu weit vom Gegner. Ratajczyk, herauf, 4:0. In der 31. Minute. Und da tauchen natürlich alle Erinnerungen auf. Zuletzt hat es immer 4 Tore für die Oberösterreicher im Hanapi-Stadion gegeben. Und zuletzt
in 5 Auswärtsspielen die Tordifferenz 0-14. Platzierter Kopfball von Andreas Herab, der ein besonders gefinkelter Kopfballspieler ist. 4-0 also. Ja, und das ist ein Transparent für Ried, aber eigentlich ein Slogan für Rapid mittlerweile. Hurra, hurra, die Wikinger sind da. Stöger und dann vergeben 4 Rapid-Spieler diese Möglichkeit. Ivanov, auch er trifft nicht ins Tor. Unger dazwischen und dann noch Benksa. Fußballartistik im Rieder Strafraum. Für ihn ist zum Verzweifeln, er versteht nicht, dass so viele Spieler frei sein können. Noch einmal die Aktion bei dem Kopfball von Ivanov. Und dann Akrobat schön, Marek Benksa, Pausenstand 4-0 für Rapid und er nimmt es mit einem Lächeln zu Beginn der zweiten Hälfte, nämlich der Trainer der Rieder, Klaus Reutinger. Weiterhin sehr viel Platz für Rapid. Immer wieder wird die Abwehr aufgemacht. Schütterle findet zum Kopfschütteln. Benksa. Rosenig. Stöger. Das geht wie im Training bei den Hütteldorfern. Ein Spiel fürs Selbstvertrauen vor der Champions League in Istanbul. Allerdings dort wird die Gegenwehr eine ganz andere sein. Kübauer. Stöger. Benksa. Nur er will einfach nicht ins Tor treffen. Marek Benksa. Gratulation für Torhüter Unger. Jetzt ist er immerhin schon einige Zeit ungeschlagen. Die Rieder-Fans, ihnen gilt die besondere Hochachtung, denn sie feiern ihre Mannschaft weiter an und sie sehen immerhin diesen Kopfball von Steininger. Kübauer. Alles mit spielerischer Leichtigkeit. Herab. Und das war ein Pass zu viel. Die Rapid-Viertelstunde, die Fans wollen noch Tore sehen. Benksa erlebt die Rapid-Viertelstunde schon außerhalb des Spielfeldes. Angeschlagen ist er und stumpf kommt für ihn. Noch einmal ein Schussversuch der Rieder, aber das alles ist zu harmlos, um Rapid wirklich einmal in Schwierigkeiten zu bringen. Weithöher hat es einmal versucht. Herab. Schauen Sie, wie viel Platz die Hütteldorfer da haben. Wagner! Und sein 8. Treffer in der Meisterschaft ist das 5-0 in der 83. Minute. René Wagner erhöht sein Torkonto auf 8 Treffer. Ronald Unger ist beleidigt. Mit Recht, denn er wird von seinen Verteidigern völlig im Stich gelassen. Schöner Pass mit dem Außenriss von Hera. Kaltschneuzig verwandelt von René Wagner. Rapid auf dem Weg zum höchsten Sieg in dieser Meisterschaft und
Küper. Dieser Treffer hat alle Chancen zum Tor des Jahres. Unger überhoben, 6:0, das halbe Dutzend ist voll. Noch einmal, elegant gemacht. In der 85. Minute also jetzt das 6:0 für Rapid durch einen ganz stark spielenden Dietmar Kübauer, der seine Leistung mit diesem Treffer krönt. Wartet lange, wie der Torhüter reagiert und schubt den Ball ins Tor. 6:0, der höchste Sieg in dieser Saison. Und dafür gibt es die standesgemäße Verabschiedung mit der Welle. Rapid bleibt das Um und Auf in der nationalen Meisterschaft. Hoffen wir, dass es auch international am kommenden Mittwoch endlich klappt. Für Ried wieder einmal eine Auswärtsniederlage, die sechste bereits in Serie. Wieder einmal hat man einen schrecklichen Start erwischt. Ja, das ist bei uns immer so, wir haben jetzt einen Auswärtskomplex. Das war jetzt das 8. Spiel in Serie, was wir verloren haben. Und natürlich ist das für uns, für so eine unroutinierte Mannschaft, gerade fast der Todesstoß, wenn man schon nach 4 Minuten 2:0 hinten ist. Speziell in der ersten Halbzeit nach 4:0 zurück ist und dann möchte man sich am liebsten Zeit der Halbzeit verstecken, und das haben wir auch gemacht, und es war halt traurig, wie wir uns gehen haben lassen, das war das Problem. Wir können mit einem 6:0 nicht ganz unzufrieden sein, aber es ist halt so, dass wir dann zweite Halbzeit vielleicht ein paar Mal überkombiniert haben, und es wäre schön gewesen, 7-8-0, 6:0 ist sehr hoch, aber 8:0 war sicher eine Hinrichtung gewesen, also Hinrichtung ist im sportlichen Sinn. Stellen Sie sich Ihre Arbeitstage so vor wie heute? Ja, so in etwa könnte ich mir es immer vorstellen, denn heute haben wir wirklich großartigen Fußball gespielt, waren wunderbare Aktionen rausgespielt und auch entsprechend Tore gemacht. Die Spiele gegen Ried immer mit vielen Toren. Wie wichtig war heute dieser tolle Beginn, 2:0 nach 2 Minuten? Welche Rolle spielt das? Das spielt natürlich eine große Rolle in einem Spiel, wenn man mit 2:0 startet. Der Gegner wird verunsichert, selbst gewinnt man an Sicherheit. Man spielt viel gelöster und mit viel mehr Freude und mit viel mehr Animo, und dann können auch hohe Siege zustande kommen. Die Manns sind hergekommen mit dem Gedanken, mit dem Ziel, möglichst lange kein Tor zu bekommen, und dann steht noch 2 Minuten 0:2. Wie geht es einem da? Ja, was ist das für ein Gefühl? Wir sind eigentlich dieses Gefühl schon gewohnt, dass wir auswärts sehr früh in den Rückstand geraten, und das ist eigentlich in den letzten Spielen immer passiert, und es war auch heute so, also ist das Gefühl gar nicht so fremd. Unser Mitleid gilt Klaus Reutinger. Rapid übrigens auch morgen Thema in Sport am Sonntag. Erich Götzinger hat zu Gast Trainer Ernst Dokum.